Moin zusammen und herzlich willkommen zu unserer nächsten Etappe in der Tour de France. Wir stehen, wie wir es ja in der letzten Folge schon vorhatten, nicht in unserer Stammwerkstatt, aber hier beim Volvo-Händler vor der Werkstatt. Und wir wollten ja mal schauen, einerseits müssen wir hier die Standardwartung mal wieder machen. Und wir wollten mal schauen, was der Schrauber so Schönes, Neues für uns im Programm hat. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt hier einfach mal nach. Ah, guck mal an. Das ist diese neue Mod. Die neuen Schilder. Und hier würde ich gerne ein geschlossenes ADR-Sign drauf machen. Was ist denn der? Was hat denn der für ein Fahrzeug? Ist das ein Euro? Das bleibt hier ADR, ne? So. Und auf der anderen Seite. Was wollen wir auf der anderen Seite dran machen? Lass mal gucken. Das sind alles eher. Das sind offene ADR-Zeichen. Noch mehr ADR-Zeichen. Das überzeugt mich so erstmal alles nicht. Vielleicht hier so eine 5. Ansonsten haben wir hier auch ne, Geräuscharm. Würde vielleicht sogar passen. Achso, okay, nee, da nicht. Guck mal, hier oben kann man das doch anmachen. Das heißt, wir würden wahrscheinlich hier eher Geräusch anmachen. Und hier. Was nehmen wir denn noch hier? Ja, hier so ein Lärmarm machen wir, oder? Also, wenn ihr da neue oder andere Vorschläge habt, gerne in die Kommentare. Oder vielleicht, wenn ich hier auch völligen Bockmist mache mit der Beschilderung, dann lasst es mich gerne wissen. Ach, guck mal, hier können wir auch noch. Okay, gut, aber das ist momentan nicht nötig, weil wir haben kein Fahrzeug mit Überlänge oder sowas. Insofern alles entspannt. Okay. Gut, das hätten wir. Das war jetzt so eine kleine Ergänzung, die ich ganz gerne noch machen wollte. Hier brauchen wir nichts. Haben wir hier oben eigentlich langsam mal oder Rundumleuchten? Brauchen wir Rundumleuchten auf dem Dach? Brauchen wir die momentan? Wenn wir hier so eine. Oh, die ist so groß nicht, ne? So und so. Falls wir mal wieder irgendwie was transportieren. Was meint ihr? Okay. Das können wir uns ja nochmal überlegen, ob wir die dran lassen wollen oder nicht. Da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ich lasse sie erstmal drauf. Und wollte ganz gerne noch. Wollen wir noch was an der Farbe machen, liebe Freunde? Wollen wir noch was an der Farbe machen? Vielleicht das Grün mal weg und eher einen anderen Farbton? Vielleicht. Das war jetzt nicht so gut. Den Hauptton. Vielleicht mal mehr so ins. Oh, das sieht aber gruselig aus, wa? Hier so Bordeaux oder Schwarz? Ja, wir machen es mal schwarz. Schwarz ist zum. Oder Silbergrau? Nee, Silbergrau ist nicht so hübsch. White Cloud. Oh ne, hier komm, wir fahren jetzt mal schwarz. Haha, versteht er? Schwarz fahren. Ja, okay. Na, da ist er. Sehr schön. Rundumleuchten funktionieren auch. Perfekt. Gut, liebe Freunde, dann schauen wir mal, was der Frachtmarkt so für uns bereithält. Wir stehen in Limoges und müssen logischerweise unsere Tour weitermachen hier, ne? Also nach Bordeaux können wir für. Gibt sogar richtig gut Kohle hier. Für 11.730
Alles andere geht eher in die andere Richtung, aber dann können wir ja erstmal hier die drei Städte in den nächsten Touren abfahren. Das heißt, diese Strecke führt uns von Limoges nach Bordeaux. Und zwar mit einem Container voll Stoßdämpfern. So, anschmeißen den Bock und dann wollen wir mal schauen, wo wir hin müssen. Ich glaube, wir sind sogar schon richtig. Das ist ja auch interessant, dass man jetzt bei LKW-Händlern... Das ist cool. Das muss ich sagen. Das ist aber unsinnig. Okay, wir müssen wahrscheinlich da drüben hin. Gehe ich mal stark von aus. Weil auf dem Navi ist nicht wirklich was zu sehen. Ich habe jetzt nämlich auch nicht auf den Firmennamen geachtet, wo wir hin müssen. Aber ich schätze mal, es wird hier sein. Ne? So, genau, da sind unsere Stoßdämpfer. Wir nehmen den Auflieger so, wie er ist. Und dann schauen wir mal. Scheibenwischer brauchen wir gar nicht. So, wo steht er denn? Da in der Mitte. Hier in der Mitte. Wieder mal ein schöner Containerauflieger. Ich mag Containerauflieger. Ich finde, die haben optisch irgendwie was. Gefällt mir. Gut, hier live dabei. Ankuppeln, aufsatteln. Ich glaube, es heißt aufsatteln, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Was wieder mal gar nicht gut funktioniert. Wahrscheinlich war ich ein bisschen zu weit. Ich glaube, ich muss ein bisschen weiter nach innen. Auch das geht wieder in die Hose. Ja, also bei dem Auflieger tue ich mich immer so ein bisschen schwer. Jetzt? Nö. Das gibt's doch nicht. Da, ich bin auch schon wieder. So. Also, ne, so cool der LKW jetzt auch aussieht, desto schlimmer stelle ich mich gerade beim Aufsatteln an. Jetzt aber. So. Also einmal hier rausziehen. Oh, schön. Black Beauty oder wie nennt sich das? Hat doch was, oder? Sagt mal, was ihr von der Farbe haltet. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Ansonsten bin ich auch gerne bereit, da nochmal zum Lackierer zu fahren. Diese Tour wird auf jeden Fall in Schwarz stattfinden. Gut. Also, ab nach Bordeaux. Waren wir auch noch nicht. Sind jetzt 333 Kilometer. Das heißt, wir haben eine schöne Strecke vor uns. Ich hoffe, wir haben wieder einiges zu entdecken und dann auch in Bordeaux einiges zu entdecken mit unserer Ladung Stoßdämpfer, die wir jetzt hier fahren. Und dann lassen wir uns mal überraschen, was wir hier heute auf dieser Etappe so zu sehen bekommen. Erstmal hier den Kreisel überleben, aber das sieht soweit ganz gut aus. Wenn die sich jetzt hier alle dran halten und nicht reinfahren, sehr gut. Und auch ihr bitte. Sehr gut. Und hier geht's schon wieder raus. Auch hier wieder ein schönes Detail mit den ganzen kleinen Findlingen, die hier an der Seite am Straßenrand als Begrenzung liegen. Finde ich auch wieder sehr cool. Also manch einer mag vielleicht denken, warum spricht er denn gestern nur positiv davon und was ist das denn? Das ist doch irgendwie merkwürdig. Aber nee, liebe Leute, es ist tatsächlich so. Ich bin echt begeistert von dem DLC. Und ja, warum soll ich dann Geheimnis draus machen? Ich finde es richtig cool. So, hier geht's auf die Autobahn. Bisschen Tempo rausnehmen. Und weiter geht's.
Ja, und endlich mal wieder ein Container-Auflieger. Hatten wir auch schon eine ganze Zeit lang nicht mehr. Wir haben jetzt viel, sind jetzt viel Plane gefahren. Und weniger die Container-Auflieger. Aber gut. Eine schöne neue Farbe haben wir auch drauf. Sieht gut aus. Gefällt mir. Klar hätte das Grün jetzt hier besser zum Container gepasst, aber wir stellen uns mal nicht so an, ne? Wir stellen uns mal nicht so an, sondern genießen jetzt hier das schöne Schwarz, was wir haben. Mal gucken, ob wir die Rundumleuchten drauf lassen. Also wie gesagt, wenn euch die Rundumleuchten nicht gefallen, schreibt sie in die Kommentare, dann kommen die da wieder runter. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Ist jetzt mal ein Test, ne? Wir müssen ja mal gucken, vielleicht je nachdem, wie viele Touren wir überhaupt fahren, wo wir Rundumleuchten bräuchten. Müssen wir mal schauen. Vielleicht beschaffen wir uns dafür ja demnächst dann nochmal einen eigenen Schwerlasttruck oder sowas, mit dem wir dann solche Geschichten fahren können. Das hier, den wir jetzt hier haben, das ist ja eher so ein für den Durchschnitt, ne? Sodass wir möglichst viele Ladungen mitfahren können und ja. Ich würde sagen, da lassen wir uns einfach mal überraschen. Ich bin mal gespannt, was ihr zu den roten Leuchten sagt und überhaupt zu dem neuen Truck-Design, was wir jetzt hier haben. Klärt mich gerne auf, was die Schilder angeht, was da so üblicherweise vorne an dem LKW dran war oder dran sein sollte. Und ja, dann passen wir da vielleicht in einer der nächsten Folgen nochmal was an. Ich beziehe euch da ja gerne mit ein und nehme eure Ratschläge auch gerne an. Das heißt, jeder, der mich da schon belehrt hat über das, was ich nicht so richtig mache und so weiter, sei es im Euro-Truck-Simulator oder im Landwirtschaftssimulator, in dem Sinne nochmal vielen Dank und ja, gerne weiter, ne? Ich bin ja bemüht, mich im Realitätssinne weiter zu verbessern. So, warte mal, und hier machen wir mal eben unser obligatorisches Foto. Weil da oben das Bordeaux gerade so schön passt. So. So. Oder doch vielleicht so ein bisschen mehr drauf. So sieht vielleicht nicht schlecht aus, oder? Machen wir so. Zack. Hätten wir das auch. Und können uns wieder auf die Tour konzentrieren. Oh, hier ist 50. Wir sind zu schnell. So, und ich bin gerade noch am Überlegen, ob wir uns vielleicht für eine der nächsten Folgen nochmal einen Kredit aufnehmen sollten, um unsere Garage auszubauen, sodass wir da ja den nächsten LKW beschaffen können und auch einen Fahrer anstellen können. Aber so weit bin ich ehrlich gesagt noch nicht. Wir haben jetzt momentan 160.000 auf dem Konto. 180 kostet, glaube ich, die Aufrüstung der Garage. Da müssen wir ja wahrscheinlich auch nochmal so 140, 150, vielleicht sogar bis zu 200 einkalkulieren für ein neues Fahrzeug. Also da müssen wir uns noch ein bisschen mehr Polster erfahren. Wobei wir hier mit der Ladung jetzt auf einem ganz guten Weg sind. Immerhin kriegen wir knapp 11.000 dafür, ein bisschen über 11.000. Kann man nicht meckern, würde ich sagen. Kann man nicht meckern und bringt uns natürlich einen ganzen Schritt wieder weiter in Richtung unseres Ziels, nämlich dem Ausbau unserer Firma. Oh, Hupen. Okay, Hupe geht und Licht geht auch. Machen wir mal Tagfahrlicht an, das reicht erstmal. Es ist so, ne? Wenn man hier wild auf den Knöpfen auf dem Lenkrad rumdrückt, dann hupt man eben auch mal. Kann passieren. So, da vorne wieder unsere heiß geliebte Mautstation. Ist ja auch brandaktuelles Thema momentan. Wo sich unsere europäischen Nachbarn darüber aufregen, dass
in Deutschland die Pkw-Maut eingeführt werden soll. Wie kann man das denn tun? Es ist ja eine Benachteiligung, selbst aber schon seit Jahren ein Mautsystem in place, hätte ich fast gesagt, eingeführt haben. Ja, ist ein bisschen... Ne? Also kann man jetzt sagen und denken und meinen, was man will. Ich bin da relativ neutral eingestellt, sage ich es mal. Ich meine, solange die Mauteinnahmen in die Verbesserung der Straßeninfrastruktur fließen und nicht für irgendwelche anderen Späße verbraucht werden, das ist ja alles durchaus sinnvoll. Ja, weil wenn man mal so guckt, wie so in Österreich und in Frankreich die Straßen sind, da kannst du echt nicht meckern. Und die nutzen halt die Mauteinnahmen tatsächlich, ich glaube sogar ausschließlich dafür, um das Straßennetz eben instand zu halten, auszubauen, zu verbessern und so weiter. Also das ist echt nicht schlecht. So. Ja, dann warte ich natürlich nach wie vor auf dem aktuellen ProMods-Release. Ich meine, solange wir jetzt hier in Frankreich nur ausschließlich unterwegs sind, während der Tour de France, stört das natürlich nicht so weit, weil SCS hat natürlich gelernt aus den letzten Teilen Euro Truck Simulator und auch innerhalb während der letzten DLCs eigentlich gelernt, logischerweise. Das Straßennetz hier in Frankreich ist deutlich plausibler und realistischer als ja, in Zentraleuropa oder in Deutschland speziell. Hier hast du halt nicht diese linke Spur führt geradeaus, rechte Spur ist der Abzweig und da fährst du ab. Das ist hier im Frankreich DLC eigentlich nicht vorhanden und das, deswegen kann ich momentan es ganz gut verschmerzen, nicht mit ProMod spielen zu können. Weil eben das Straßennetz relativ plausibel ist und nicht so unberechenbar, dass du eigentlich mehr oder weniger nur, kannst ja nur links fahren musst, um nicht aus Versehen irgendwie plötzlich in der Abfahrt zu sein und dann damit 80 oder 90 Sachen die Abfahrt runter zu dengeln. So, da vorne ist die nächste Mautstation und dahinter ist dann, glaube ich, auch schon unser Ziel. Also zumindest kurz dahinter, möchte ich jetzt mal schätzen. Ja, 117 Kilometer. Das ist relativ nah. Hier noch kurz hinter dem Kollegen einreihen. Mit dem schicken Tankauflieger. 54 Euro. Mamma mia. Gleich die Gelegenheit genutzt, hier nochmal kurz ein Picture geknipst. Wir müssen links rüber. Bitte nicht. Danke. Ja, okay. Gerade habe ich von lustigen Kreuzungen und so weiter erzählt und dann schwuppdiwupp haben wir hier so einen lustigen Abzweig. Gut, im Autobahnkreuz hier kann ich es verkraften. Ist ja keine Standardabfahrt. Sind ja auch in der Realität relativ häufig einspurig. Ne? Du bist zwar zweispurig raufgeführt, aber dann, wenn es darum geht. So, lässt du uns jetzt hier mal rauf oder was? Nicht? Meine Güte. Bisschen früher hättest du auch schon mal abbremsen können. Na gut.
Ja, schön hier, ne? Also landschaftlich auch äußerst ansehnlich. Hier schön mit dem. Ich weiß nicht, ist das ein Fluss oder ist das ein See? Bin ich mir gerade nicht sicher. Vielleicht weiß das ja einer von euch, was es bei Bordeaux so für Gewässer gibt. Genau 77 Kilometer entfernt von Bordeaux. Jetzt weiß ich nicht, ob die Entfernungsangabe, nee, ist glaube ich nicht 1 zu 1 umzusetzen auf eine echte Karte. Müsste man jetzt den Faktor mit einrechnen, um dem die Map hier im Spiel ein bisschen kleiner ist als die Realität. So, in Richtung Toulouse, Montpellier. Hier wieder ein positives Beispiel, schöne zweispurige Abfahrt. Kein Problem. Schilder standen auch rechtzeitig da. Kannst du dich also darauf einrichten. Dengel, 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 Dengel. So. Aber es ist einfach schön hier tatsächlich zu fahren, muss man ganz ehrlich mal sagen. Geht bei der Straßentextur los bis zur Lichtstimmung, da hat sich wirklich einiges getan. Und hier geht es jetzt runter auf die Zielgerade Richtung Bordeaux. Hier sehen wir die ersten Häuser schon. Auch wieder sehr cool gemacht. Hier sollten wir vielleicht kurz anhalten, ansonsten zuckeln wir ohne zu bremsen auf die Kreuzung. Ist hier so ein holzverarbeitender Betrieb oder so scheint das, ne? Hier, liebe Forstfreunde, was für euch? Baumstämme. So, der Wald kommt mir ein bisschen bekannt vor. Den hatten wir kurz vor dem Atomkraftwerk in Saint-Laurent ebenfalls. Zumindest so ähnlich. Deswegen bin ich mal gespannt, was uns da in Bordeaux jetzt erwartet. Ob das wieder so eine besondere Abladestelle ist. Das fände ich super cool. Es scheint zumindest nicht im Stadtzentrum zu sein. Vom Navi ausgegangen, sondern eher etwas außerhalb. Sehen wir da vielleicht schon irgendwas? Da, dieses Schild will ich. Das Schild will ich mit fotografieren. Das muss jetzt noch mal sein. Da müsst ihr jetzt noch mal mit mir durch. Und zwar das da. So. Ich glaube nämlich, dass wir hier gerade auf dem Weg in eine LKW-Fabrik unterwegs sind. Das lässt mich zumindest das Wort Karriere vermuten. Ich kann mich allerdings auch völlig täuschen. Ich bin, wie gesagt, das ist, glaube ich, nur, das ist eine Vermutung. Eine Vermutung. Ich bin allerdings auch schon lange aus meinem Schulfranzösisch raus. Was haben wir hier links? So eine Pferdekoppel mit kleinem landwirtschaftlichen Anwesen daneben. Auch schön. So, und da vorne sehen wir schon die ersten Gebäude. Das heißt, wir sind gleich da. Und was haben wir hier? Ja, Lieferung erwartet ihr sehr bald. Wir sind ja gleich da. Hier wird gebaut. Und hier müssen wir aber auch schon hin, ne? Oh, hier, Landhändler. Auch schick. So, hier rechts. Und dann hier zu Lisette. Lisette Logistics. Schönen guten Tag. Ah, da ist wieder der Fensterputzer. Den kennen wir doch inzwischen auch schon. So, das Einparken kennen wir auch. Da fahren wir nämlich links rum.
bestimmt verboten oder so, aber guckt ja gerade keiner. Und dann können wir nämlich schön wieder ganz easy peasy hier vorne ranfahren. Wenn das die Rampe ist, zu der wir sollen, dann dürfte uns das nicht vor großartige Schwierigkeiten stellen. So, einmal den Auflieger gerade ziehen. Hier nochmal ein Stück nach vorne. Ein bisschen drehen. Reicht schon. Und das war's auch schon. Gut, liebe Leute, das war unsere Tour nach Bordeaux. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Mir hat es wie immer sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf die nächste Etappe, bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal.